Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute GTA RP auf dem Server State of Freedom. So, Entschuldigung, nochmal, ja. Ja, wie kommst du denn auf den Scheiß? Ja, wenn man hier mal deine SMS durchliest, mit stell mich mal frei und sowas. Ey, das liegt vielleicht daran, dass ich dachte, dass du dich einfach kommentarlos verpisst hast und uns hier einfach so zurücklässt ohne irgendeine Info, wo ja im Nachhinein rauskam, dass da vielleicht Abby dran schuld ist, aber ich das ja in dem Moment noch nicht wusste. Ich dachte, du hast mich jetzt im Stich gelassen und hast dich einfach, was weiß ich, wohin verpisst und wir stehen da und haben kein Geld. Die Nova hat ihr Bein verletzt, bekommt keinen Lohn, kann nichts arbeiten und ich wusste nicht mal, ob die Versicherung irgendwas für den Laden zahlt. Ich wusste von nichts. Und dann habe ich dir geschrieben, wenn das vielleicht jetzt nochmal 6 Wochen dauert, bis sich hier irgendwas tut, ob du mich vorübergehend freistellen kannst, damit ich mir in dieser Zeit irgendwo einen Job suchen kann, um ein bisschen Geld zu bekommen, um zu überleben. Um mir Essen und Trinken zu kaufen. Oder wenigstens vom Staat leben. Weil ich keinen Lohn bekommen habe. Ja, oder wenigstens vom Staat leben. Du kommst mir irgendwie, ich bin nicht für dich da, sag mal. Ja, bist ja auch nicht. Ein Scheißdreck. Du kannst das hier noch so schön reden, wie du willst. Du hättest bei mir bleiben müssen. Selbst wenn du keine Infos hast. Du bist meine Verlobte, das gleiche hätte ich für dich getan. Ich hab nicht gesagt, dass ich mich verpissen will. Ich sagte nur, stell mich so lange frei, bis es neue Infos gibt, damit ich zwischenzeitlich Geld verdienen kann. Wo wärst du denn hingegangen? Keine Ahnung, zu Mattes, ins Bahamas Mamas, irgendwo als Kellnerin so lange. Hättest du nicht auch farmen können? Hättest du da nicht auch Geld gehabt? Hätte ich dich unbedingt kündigen müssen? Müsstest du unbedingt zum anderen Laden? Schatz, ich habe einen Roller, in dem passt nicht so viel rein. Ich hatte zwischenzeitlich mal kurz dein Auto, dein Kofferraum war voll. Da ist nicht so viel, hat nicht so viel reingepasst. Also mein Kofferraum ist leer. Ja, jetzt vielleicht. Ich bin nicht für dich da, Alter. Ich habe angefangen, verdammte Joints zu verticken, weil das mit dem Laden scheiße lief. Das Problem ist halt einfach, dass ihr nicht miteinander kommunizieren könnt. Ich kriege immer Ärger. Das ist mein Problem. Nee, ja, aber das mit dem Laden ist halt aber echt schon eine Scheiße. Was meinst du denn, wie kacke das für uns war? Keiner ist da. Abby ist nicht da. Du bist nicht da. Wir wissen nicht, was mit dem Laden ist. Das ist doch kein Wunder, dass es ihr scheiße geht und sie sich blöd fühlt. Leute kamen schon mit, ob du vermisst bist oder ob ich denn nicht weiß, wo du bist oder ob du untergetaucht bist, weil du Angst hast und ob ich zurückgelassen wurde. Und ich denke mir, ja, ich weiß es doch selber nicht. Vor was soll ich denn Angst haben? Was weiß denn ich, weil die Grünen den scheiß Laden abgefackelt haben? Keine Ahnung, ich wusste ja von nichts. Dann darf ich mir anhören, ich bin nicht für dich da. Ich habe nie illegale Scheiße gemacht. Seit wir hier sind, habe ich angefangen, Joints zu verticken, um dich zu unterstützen. Ich habe doch noch Weil gar ich nicht. Weiß, dass dich der Laden, dass der dir was bedeutet. Und jetzt heißt es, ich bin nicht für dich da. Ich habe doch noch gar nicht mit dir darüber gesprochen. Wer hat dir denn erzählt, dass ich gesagt habe, dass du nicht für mich da bist? Die Nova. Jetzt gerade. Echt, Nova? Hi. Hast du zu mir gesagt? Ja, aber hat ja wohl, standen sie aber hat noch ein ja paar recht, oder? Nein, du hast es ganz schön laut rumgebrüllt. Ich streite das nicht ab, das habe ich auch gesagt, um Gottes Willen. Aber. Ne? Und ich finde, dass sie, wenn sie schon keine Infos überhaupt von irgendwem bekommt, irgendwer muss ja mit der armen Frau reden. Die Nova hat es halt mitbekommen. Wir waren halt einfach scheiße frustriert, weil wir zu zweit zurückgelassen wurden. Von jedem, von Shelby habe ich nichts von, gehört. Hat einer von euch mal nicht. Versucht, den Arsch in der Bewegung zu halten, um mich zu finden? Vielleicht hätte ich auch tot in der Ecke gelungen. Ich war beim PD. Ihr habt nicht mal gefragt, ob ich beim PD bin. Keiner. Es wurde keine Vermisstenmeldung, gar nicht. Ihr stellt euch jetzt hin. Oh, wir hatten solche Sorgen. Ich glaube, wo das hier der Weg geht? Der Weg geht, weil ihr kein Geld bekommen habt. Und nicht, ob ich da bin oder irgendwelche Infos hattet. Weil hättet ihr jede Stunde oder jede Woche euer Geld einfach so bekommen, wär ich scheißegal gewesen. Nein. Mir war klar, dass du nicht entführt wurdest und vermisst wurdest, weil du mir geantwortet hast nach dem Brand. Das siehst du. Ich habe auch noch eine SMS von dir bekommen. Aber deswegen hast du dich dann trotzdem wieder ewig nicht gemeldet, mich ignoriert und geghostet und ich wusste nicht mal, wieso. Hab dich geghostet? Ja. Meinst du, das heißt, meine Nachrichten ignoriert. Wo habe ich das denn? Ja, okay. Wo habe ich denn ignoriert? Du hast mir nicht geantwortet. Ich habe dir doch 1000 Mal geschrieben. Ja, und dann hast du mir geschrieben, so hat das ja keinen Sinn. Dann habe ich geschrieben, ich lasse dich doch nicht zurück.
Und dann habe ich dir geschrieben, was Sache ist. Wir bekommen alles ersetzt, bla 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 bla. Dann habe ich noch, ich glaube, 2 Minuten später geschrieben, außerdem sollte Abby euch doch bezahlen. Tut sie es nicht? Fragezeichen. Ich plane was Gutes für uns auf legale Weise. Mir geht das ganze Gang-Mafia auf den Sack. Jeder meint, der hätte hier die größten Eier in Los Santos. Bla 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 bla. Jetzt, dann kamst du, gestern antwortest du mir dann darauf und ich habe dir geschrieben am 22.06. Gestern antwortest du dann, hey Schatz, es tut so gut von dir zu hören. Sorry, dass ich bla bla bla. Es sind doch auch wieder Tage dazwischen. Da hast du mir nicht geantwortet. Hörst du mich jetzt hier mit einem Tampon in der Möse rumweinen? Ja, aber ich bin ja nicht einfach verschwunden. Beziehungsweise habe Brand überlebt und bin dann. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich wusste eben bis dahin nicht, deshalb habe ich dann auch keinen Stress mehr gemacht, weil ich ja bis dahin nicht. Oder dann wusste, dass eigentlich Abby den ganzen Scheiß gebaut hat und eigentlich alles versemmelt hat. Und die uns auch mal hätte aufklären können. Ja, das Hauptproblem ist einfach, dass null Kommunikation da war. Null. Aber deshalb finde ich es trotzdem frech, dass ich dich angeblich im Stich lasse. Ich habe nie gesagt, ich kündige und gehe jetzt weg und komme nie wieder. Ich habe gesagt, weil ich ja nicht wusste. Nein! Das ging nur darum, weil ich nicht wusste, ob es jetzt nochmal 6 Wochen dauert, bis sich irgendwas mit dem Laden tut. Ich wusste ja von nichts, dass ich einfach in dieser Zwischenzeit irgendwo separat noch eine Arbeitsstelle finden kann, um irgendwie an Geld zu kommen, damit ich mir Essen, Trinken und eine Wohnung leisten kann. Ich habe nämlich diesen scheiß Bunker nämlich auch vergessen, wo der ist. Ich habe unterm Sternenhimmel geschlafen und dann einmal bei Nova und dann einmal bei Terra. Die Nova wusste auch nichts von dem Bunker. Der habe ich noch gesagt, ja, es hieß mal, wir sollen da schlafen. Sie so, hä? Das hat mir keiner gesagt. Ich habe Abby und Stefan war übrigens auch nie da. Doch. Ich hab den nicht einmal gesehen, also, seit dem Brand. Er war die ganze Zeit mit mir unterwegs. Und ich habe Abby, Stefan und Shelby dort untergebracht. Und dort haben wir alles geklärt, weil du nicht da warst und die Nova auch nicht. Da hatte ich das mit der Abby geklärt und danach hat sie gesagt, mach ich gehe jetzt schlafen. Habe ich gesagt, ja, alles klar. Warum schickt uns denn keiner eine SMS wenigstens? Ja gut, das ich hätte ich... Ich habe das schon, du hast ja gesagt, Shelby, ich soll im Bunker schlafen. Dass er angeschossen worden ist und dann aus dem Krankenhaus rausgelassen wurde. Genau. Und danach habe ich auch nie wieder was von ihm gehört. Dann hat er, wissen von nichts. Dann hat er sich bei mir gemeldet und zuerst mal Urlaub eingetragen und hat gesagt, er weiß noch nicht wann, aber es kann ein paar Wochen dauern. Ja, mir ging es halt darum, ich wusste halt von nichts. Ne? Abby hat uns nichts gesagt und du hast mir zwar geschrieben, wir sollen in den Bunker, aber ich habe den nicht mehr gefunden. Okay. Ich wusste nicht mehr, wo der ist. Und die Nova wusste halt gar nichts davon und wir waren gefrustet. Dann tut's mir leid, ich werde das beim nächsten Mal nicht mehr auf Abby abwälzen, sondern dann werde ich euch selbst informieren. Na, mir musst du ja jetzt nicht. Aber warum meinst du denn nicht? Entschuldigung, Nova, ist doch so frisch. Nein, ist alles okay. Aber warum meinst du denn, dass ich dich nicht unterstütze, Mann. Ja, weil sich das so angehört hat. Ich bekomme nicht mal nur. Für mich hört sich, weißt du, wie ich die SMS gelesen habe? Wie? So ungefähr. Was ist mit dem Laden? Bleiben wir auf den Kosten sitzen? Übernimmt das die Versicherung? Wann geht es weiter? Ich sitze auch da und habe keinen Scheiße, Lohn. Scheiße, jetzt wo du es sagst, höre ich es auch. Scheiße. Es tut mir leid, ich hatte... Okay, das ist so, jede Nachricht ist so Geld, okay. Nee, aber ich wusste halt von nichts. Ich hatte ja keine Ahnung, jeder fragt mich, wie es weitergeht und ich so, I don't know. Es tut mir selber leid. Ich hätte dir schreiben sollen, vor allen Dingen auch als Verlobte, ich kreide dir an, dass du mir nicht hinter mir stehst, aber ich krieg's nicht bei hin, dir eine SMS eben zu schreiben. Ich habe illegale Dinge für dich getan. Das ist sehr schön. Tüttelhäubchen, ich hab euch lieb, ich muss aber kurz mal weg. War das Jimmy? Ja. Ich hab den eben weggedrückt. Ja. Grüße. Bis gleich. Bis dann. Wo bist du wieder? Nova? Arbeitest du jetzt beim Governor? Nein. Okay. Bei der Mafia? Kommst du da? Auch nicht, was? Ich wurde da heute gefragt. Was? Ob es bei dir irgendwie schon einen neuen Job gibt und ob du jetzt beim Governor arbeitest. Nein, ich warte noch auf einen Termin, aber... Okay. Oh, Government ist ein guter Job. Ja. Das ist sehr cool da. Also beim Government direkt will ich jetzt auch nicht anfangen, ich meine. Okay. Ja. Wie läuft's denn mit dir und dem Zwerg? Oder Hendrik. Oder dem Government. Ich habe so einige Geschichten gestern gehört.
Du, also Dredge kannst du schon mal schöne Grüße ausrichten, weil der meldet sich nicht. Ja. Keine Ahnung, ob der ist der irgendwie, wurde der von Vincenzo über den Stick geschmissen oder so? Ist der abgenüppelt? Ich habe keine Ahnung, was los ist. Den habe ich vor kurzem noch gesehen. Ich hatte ein Gespräch mit der Mafia. Ach, wann war denn das? Wann war denn das? Ich würde jetzt sagen Mittwoch. Mittwoch war das. Ja, siehst du. Ja. Das letzte Mal hat er sich bei mir gemeldet vor über einer Woche. Oh, okay. Also nicht mal Mittwoch. Wow. Du musst ja richtig oft an dich denken. Nicht mal ein Hallo. Ich habe ihm geschrieben, aber er hat auch nicht geantwortet. Deswegen. Ja, gibt's was Neues vom Zwerg? Erzähl. Ich muss Jimmy abholen. No. Nein, du also, erzählst jetzt hier mal. Also ich weiß von durch Hörensagen aus der Stadt, dass die Nova mit ihm in irgendein Mercedes oder Barbarus oder irgendwas so eingestiegen ist und den ganzen Abend haben die verbracht und auf einmal waren beide verschwunden, aber der Zwerg und Nova waren beide erreichbar, aber keiner ist aufs Telefon gegangen. Bitte? Mich hat niemand angerufen den Abend. Wie soll man denn wissen, dass ich erreichbar gewesen bin? Also war es doch ein Abend. Ich hab dich gerade angelogen. Wo waren die? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Moin Zwerg, wir sprechen gerade von dir. Wie geht's dir? Was? Nova, Nova rennt gerade schon weg hier. Warum? Come on. Ach, ging so ein paar Gerüchte rum in der Stadt und wir sprechen sie gerade drauf an und dann rufst du an. Wo seid denn ihr? Bei mir im Laden. Ich mach mich gerade bereit für den Knast. Scheiße, wieso? Was war denn? Ach, ich hab ein Polizeiauto. Ich hab ein Polizeiauto geklaut und Polizisten niedergeschlagen. Girl. Ja. Ach, ja. Dann ging die Strafe so hoch, dass ich das nicht bezahlen konnte und jetzt liegt mir nur JVA. Ja, natürlich. Scheiße, ich wollte gerade fragen, ob du mir Geld schenken willst. Frag mal den Zwerg, ob er auch Muskelkater hatte, bitte. Wir sind den Bachelor jetzt. Ich will irgendwas arbeiten halt, außer diese Scheiße da am Feld oder so. Weil ja. Es ist einfach jetzt muss ich aber los. Den Jimmy abholen, bis gleich. Das ist leider wahr. Gleich. Hast du ein paar Samen zum Pflanzen oder so? Ja, ein. Wow. Ja, es tut mir leid, das ist nicht mehr so leicht wie früher. Ich bin jetzt auch bei dir gleich. Ja. Bist du im Laden? Nee, wir sitzen schon draußen, wir fahren jetzt gleich los. Ich muss pünktlich da sein, sonst wird das noch länger. Achso. Hey, ich bin ja in deinem Laden, hier ist keine Sau. Wir sind hinten auf dem Parkplatz. Hier gibt's einen Parkplatz? Wenn du Laden runterfährst Richtung Stadt und dann rechts reinfährst. Ach, da kommst du, glaube ich, schon. Scheiße, was hast du denn an? Ja, orange. Guten Abend, Herr Zwerg. Scheiße. Sarah, hatten Sie auch etwa auch Muskelkater? Das ging. Inzwischen nicht mehr. Wieso Muskelkater? Jetzt habe ich nichts mitbekommen, ey, Mann. Wir waren wandern. So. Mhm. Scheiße, habe ich den Laden abgeschlossen? Mhm. Ich hoffe. Oh, ich guck mal schnell. Über die Türschwelle tragen. Dann ist er die Braut. Aber ich weiß nicht, ob das förderlich für ihn ist, wenn du ihn über die Türschwelle trägst dort. Wenn das jemand sieht, dann ist es. Dann wissen die zumindest, wer die Hosen anhat. Oder beziehungsweise wer sie nicht anhat. Seit wann fährst du rot? Hä? Hm? Ist bei der Red Army mit dabei oder was? Was? Nein, wieso? Was ist denn eine Red Army? Mann, ja. Ach, und ich war nicht da, ja. Nein, also ich kenne die, aber ich habe die jetzt auch schon länger nicht gesehen. Aber nein, also. Das Auto ist schon immer rot. Oh, okay. Ach stimmt, irgendwas bevor war doch mit die, Farben. Bevor es die Hampelmänner gab. Ach Mann, ey, ich will Hallo? Geld haben, verdienen, keine Ahnung. Ja.
Warum verdienst du nicht? Ich hab nur gewollt, dass du den du abholtest. Ja, gar keinen mehr, lass mal sein. Ach scheiße, ist das immer noch? Warum? Was ist los? Wird er entführt und ich habe irgendwas damit zu tun, wird mein Laden weggenommen. Okay. Das ist leider mein Problem. Sagt doch keiner, dass es auf dich zurückzuführen ist. Ist die grüne Klamotten an, Bandana und gut? Oder wir ziehen uns komplett mal andere Klamotten an? Ja. Wir ziehen uns rot an. Ich würde sagen, das machen wir, wenn ich aus der JVA wieder raus bin. Dann würde ich rausholen. Nee, alles gut, alles gut. Es sind nur 19 Stunden, das schaffe ich schon. Digga, wir haben da Möglichkeiten. Ja, glaube ich wohl, aber besser nicht. Das Ding ist, wenn ich auf dem Flug bin, ich kann in meinem Laden nicht, ich kann gar nicht. Aber so nervös auf und ablaufen. Ja. Ja, irgendwann verjährt die Scheiße bestimmt, oder? Wollen wir es hoffen. Kannst ja mal gucken, ob in seinem orangenen Knastoutfit noch. Alles klar, aber trotzdem danke für eure Hilfe. Drin sind. Klar. Alles klar. Wow. Yo, peace. Wir hören uns, ciao. So. Ich war jetzt so, dass meine Finanzierung abgelehnt wurde. Ich wollte so gern das Auto haben. Sag mal, Zwerg, hast du irgendwas mit der Mafia zu tun? Nein. Gut. Scheiße, den muss ich auch noch anrufen. Der wollte gestern irgendwas mit mir besprechen. Der Vince. Okay. Aber aktuell habe ich nichts mit denen zu tun, ne. Wieso? Ja, nur so. Du warst mit der Mafia zu tun? Nein. Was ist das denn für eine Hose, Nova? Hast du nicht gesehen? Die hat schon immer diese Hose. Das sieht man mal, wie du aufpasst. Von der Seite Tiger und die andere in Schwarz. Das hab ich noch nie gesehen. Ja, das hat die voll oft an. Ja, sorry, ich sehe es öfters ohne Hose. Der war gut, oder? Komm, Nova, der war gut. Das musste einfach. Es stimmt nicht, aber der Bruch hat einfach gepasst. So. Das von dir? Ich bin schockiert. Nova. Das Mauerblümchen wird wach, oder was? Was? Scheiße, wo ist immer stehen geblieben? Mafia, wieso? Warum fragst du mich so? Irgendwas ist doch da wieder hinter der Frage. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Also, ich habe so ein paar Dinge aus der Stadt gehört. Autohaus ist wohl im Besitz, oder der da arbeitet, ist wohl bei der Mafia. Die Leute wollen da nicht mehr hin. Was, echt? Ja, dann... Was, der Anando oder der Breeze? Nee, der Anando. Was? Dann habe ich gehört, beim FD sitzt auch einer von der Mafia drin. Die wurden schon gesagt, wenn das nicht, also jetzt nicht nur von einer Person, es waren mit Sicherheit sechs oder so, die gesagt haben, wenn ich nicht zum FD müsste, würde ich da auch nicht mehr hingehen. Und bei meiner Neueröffnung, ich wurde von so vielen Leuten angefragt, ob die Mafia hier mit drin steckt. Ich sagte, nein, das hier ist eine neutrale Zone und bla und blub und hin und her. Und dann haben die auch gesagt, also wenn da die Mafia bei ist, dann brauchen wir hier keinen Shisha mehr. Ich sagte, ja, nee, aber also, was machen sie denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß, die Mafia ist jetzt das Problem. Ich denke mir so, ich will die Grünen da drin nicht sehen. Ich weiß es nicht, was da vorgefallen ist. Ich habe nur noch so ein paar andere Dinge gehört, aber da kann ich nicht drüber reden. Das habe ich ihm versprochen, dass ich das für mich behalte. Hast du eigentlich Jimmy vom Krankenhaus abgeholt, Nova? Ja, den habe ich zu seiner Reaktion gebracht. Was, wieso war denn der im Krankenhaus? Keine Ahnung. Der wollte mal gucken, wie die arbeiten und ist mit dem Fahrrad irgendwo gegengefahren oder so. Warte mal kurz, mal das Auto aus. Er hat gesagt, er hat einen guten Arzt erwischt, deswegen kommt da jetzt nicht viel bei raus. Ja. Schade. Welchen Kopf hast du denn niedergeschlagen? Keine Ahnung. Du hast gestern anscheinend irgendeinen Kopf vermöbelt. Ja, weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie der hieß. Ach so. Ja, die Abby meinte erst, war das Lasse? Und dann habe ich mir schon mal kurz gedacht, Junge, du kannst die Familie verprügeln, ey. Da hört der Spaß auf. Aber die meisten anderen haben es verliebt. Na, Lasse ist mit Handy zusammen. Also der Lasse war es nicht. Lasse hat sich sogar noch für mich eingesetzt. Na, der Lasse ist auch der einzige gute Cop da. Ja, Haley ist doch meine Cousine. Tyson Rainer, auch ganz witzig. Ja, kenne ich nicht so gut. Ich mag den Wolf, der ist gut. Der ist freundlich. Ja. So wundervoll das ist, Schatz, musst du los oder wann müssen wir denn? Ja, ich muss los. Willst du mich auch in den Knast bringen, Nova? Bitte? Keine Ahnung. Wollt ihr mitschauen? Ihr könnt hier Spalier stehen. Wow. Wenn ich Damien über die Türschwelle trage. Du kannst aber zu Ralf gehen, der gibt dir auch Essen. Du, Zwerg.
wie sieht das eigentlich aus mit deiner Maske? Musst du die abnehmen, wenn du in der Verhörung oder so bist? Ich muss sie wahrscheinlich bald immer abnehmen. Ich nehme mich auch. Ich hatte letztens eine Maske auf. Ja, weil der Chief gemeint hat, er würde mich bitten, meine Maske abzuziehen, weil mehrere in der Stadt sich beschwert haben wegen Vermummungsgesetz und ich darf ja mit Maske rumrennen und alle anderen nicht und keine Ahnung. Wegen Vermummungsgesetz? Vermummungsgesetz, really? Alter. Das ist genau so eine Nummer, habe ich gestern schon, das ist der perfekte Vergleich, wie diese ganzen Möchtegern-Influencer, die sagen, hey Leute, guck mal, es haben mich so viele nach meinem T-Shirt gefragt, was ich anhabe, das ist übrigens von bla bla. Keine Sau hat nach dem T-Shirt gefragt. Es ist so. Ja, und ja. Genauso hat auch keiner, der Chief hat wahrscheinlich was dagegen. So wir wollen, ich habe so alle hart zwar gearbeitet, wissen, um den ohne Maske zu sehen. So, und jetzt dann kommt der Chief. Also, wow, das klingt echt geht verboten. Halt, vor allem Vermummungsgesetz zählt es dann auch für überschminkte Weiber, wo ja, du die normalen Gesichtskonturen nicht mehr siehst? Ja, zum Beispiel. Also bitte. Also ich habe auch noch nie gehört, dass sich irgendjemand beschwert hat, dass du eine Maske auf hast. Ja, keine Ahnung. Eben. Vielleicht irgendwelche Gangster, die sie, vor allem ohne stimmt, Scheiß, wenn ich mit dem Bullen irgendeinen Stress habe und ich sitze im Verhörzimmer und ich sage, Zwerg, wenigstens, dann bin ich doch der Letzte, der sagt, nö, also ich setze meine Maske jetzt nicht ab hier und jetzt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die soll mich doch so rumlaufen lassen, wie ich will, also. Möchtest du uns den Schock ersparen? Magst du uns dann gleich bitte zeigen, was da drunter ist? Nein. Ach, schade. Ja, beide. Was? Was? Ach, keine Ahnung. Wolltest du gerade sagen ja? Was? Kannst du schon machen? Ich hab nicht gehört, was du gefragt hast. Ich sagte, passt schon. Alles gut. Red weiter, du wolltest gerade irgendwas sagen. Ja, im Nova, möchtest du meinen Grießbrei kochen? Bitte? Grießbrei? Ja. Jo. Mit Mischobst. Wer isst denn sowas? Ich? Boah, nee, Digga. Oder einen Joghurt? Würdest du mal einen Joghurt machen? Dann gehen sie mal an den Herd mit dir, Girl. An den Herd mit dir. Wie sehe ich denn aus? Sarah, du, bevor ich in den Knast gehe, muss ich mir auch nochmal einen Joghurt machen, ey. Oder du. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Bitte? Was? Ach, Kerle. Wie lange musst du denn in den Knast überhaupt? Ich habe gar nicht gefragt. 19 Stunden. Ja, easy. Ja. Brauchst du gar nicht auspacken, reicht, Zahnbürste. Das ist es. Wärst besser die 19 Stunden als statt knapp 7.000 Euro Strafe zu bezahlen. Ja, ich würde immer in den Knast gehen, bevor ich Geld bezahle, glaube ich. Aber die schicken dich erst in den Knast, habe ich gestern erfahren, wenn die Strafe über 2.000 geht. Alles, was drunter geht, ist kein Grund, die in den Knast zu stellen. Ja, wir haben dich geblitzt mit 1.800, okay, Lasse, komm mal kurz her, aus dem kurz in die Fresse, alles gleich gegen Knast. Ja, ist so. Ist so, Alter. Ein bisschen impulsiv da, Damien, dann kommt man da schon schnell drüber. Ja, oder? Ey, ich würde doch alles dafür geben, über die 2K zu kommen, damit ich einen Knast kann. Ja, ach, eben. Die haben mir Dinge angekreidet, die ich gar nicht gemacht habe. Ich hatte, die kreiden mir einen Schuss an und Schusswaffenwechsel. Ich hatte nicht mal eine Waffe dabei. Also ohne Scheiß. Ich habe keinen Schuss abgefeuert, weil ich keine Waffe dabei hatte. Vor allem, du musst ja zwei dabei haben, wenn du es wechseln haben solltest. Ja, und das auch noch. Vor allem, die zweite Person wurde ja nie gefunden. Und ich denke mir so, ja, moin. Das ja, also, für die Arbeit wieder super. Keine Ahnung, wer geht denn? Also, keine Ahnung. Wenn ich die Wahl habe, ja, 1.800 zu zahlen oder für eine Nacht in eine Zelle zu gehen, wo ein Bett ist mit Decke und ich was zu essen kriege, kostenfrei, Alter, überlege ich da nicht zweimal. Warte mal, Schatz, das heißt, die kreiden dir das jetzt an und lassen dich deshalb sitzen für was noch nicht mal bewiesen ist, dass du das gemacht hast? Das kommt noch, aber ja. Ja, schade, das wäre eine gute Story, die ich Jimmy verkaufen könnte. Naja. Just saying. Hat der eigentlich noch was geschrieben, außer die Story von gestern Abend? Naja, habe ich auch gerade geguckt. Nee. Wo gestern eigentlich noch viel, viel mehr los war. Ach ja. Scheiße, was mache ich jetzt mit dem angefangenen Abend? Ach du, die Nova hat den Abend auch angefangen. Bitte? Ist der Tomatenpreis noch so gut? Ja. Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber man kriegt ja nicht mal einen Transporter, weil keiner vom Auto aus da ist. Ist er im. Hä, wieso? War doch gerade da. Also der war auch vorhin noch bei mir im Laden. Hey, ich habe vorhin angerufen, da ist keiner rangegangen. Hier, der Inder. Anando. Ja, genau. Ja. Der war vorhin bei mir im Laden, ja. Ist nicht mal eine Stunde her.
Was? Warte mal. Hast du Bock ein bisschen, Nova? Tomaten oder was? Gut, dann lass halt romantisch. Sein. Nova sagt ja, Mann. Was denn? Ich war Freitag 5 Stunden da oben. Aber vielleicht nicht mit dem Zwerg. Jetzt ist die Unterhaltung besser. Hast du Speedo für mich? Alles klar, ich komme gleich vorbei. Alles klar, ciao. Ich meine, so ein bisschen Tomaten vom Baum pflücken. Ich würde ja die Sterne vom Himmel pflücken, aber Nova, da habe ich leider keine Zeit für. Das ist echt traurig. Warte mal, war das jetzt romantisch oder war das ein Korb? Ah, sie liebt es, wenn ich romantische Sachen sage oder schreibe. Er ist richtig kitschig. Manchmal. Vor allem triggert mich mit Herzen, weißt du? Dann schreibe ich halt was Nettes zurück und sie ist übel zum Kotzen. Du schickst Herzchen? Ja, das sind übrigens, lass mich kurz überlegen, wie hat sie das gesagt? Bedeutungslose Emojis. Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, sag mal, ist das jetzt hier offiziell oder wie? Nein, das sind nur bedeutungslose Emojis. Ach, ich ja, verstehe. Genau. Bei dir auch, ja, Sarah? Red mich wieder schnell. Nein, Schatz. Okay. Meine Herzen bedeuten Liebe. Ja. Ach, jedermanns Herzen bedeuten eigentlich Liebe. Nova. Nicht also, Nova. Also Herzchen bedeuten Liebe, oder was? Manchmal. Ach, ja, ja, schon. Bei dir schon, wenn ich die dir schicke. Warum? Warum? Badum. Warum? Dum-dum. Ja, hat mich nur so interessiert. Gib mir ein Bum-bum. Ja. Bum-bum-bum-bum. Das tritt hier so unangenehme Stille ein. Ich glaube, ich gehe Tomaten sammeln oder so. Alleine. Ja, alleine. Nova, das ist der Moment, wo du sagen musst. Nein, ich geh mit. Nein, du musst nicht mit, alles gut. Ich wollte aber mal Zeit mit Sarah verbringen, weil die nicht da ist. Aber ich gehe doch bald wieder schlafen, Nova. Nein, aber... Ich will jetzt dann bald wieder schlafen. Was, wieso? Ey, weißt du, das Nova, das ist halt... Sarah, das ist halt auch ein Assi-Move, ne? Also ein bisschen Zeit solltest du dir schon für deine Freundin nehmen. Ey, mit Nova habe ich die letzte Woche mehr Zeit verbracht als mit jedem anderen. Und jetzt? Deswegen grenzt du sie diese Woche komplett aus, oder? Dass das wieder ausgeglichen ist? Die Woche ist. Hat noch nicht aufgehört. Ich diese Woche ja nicht ausgrenzen. Es ist Sonntagabend. Da hast du recht. Es ist spät. Ah, Mann. Gut, okay. Dann, keine Ahnung, euch noch viel Spaß bei, keine Ahnung was. Und, ne? King? Euch beiden auf jeden Fall viel Spaß bei den Tomaten. Ein Laken vor den Gitterstäben ist niemals ein gutes Zeichen. Und stell sicher, dass vor deinen Gitterstäben kein Laken hängt. Ja. Oh, weia. Okay. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder als freier Mann. Ja, alles klar. Und Mädels, ciao. Ciao. Nova, steig ein. Die Nova geht auch mit. Die Nova geht mit. Vergiss sie nicht. Ja, jetzt steig ein, Nova. Ey. Euer Ernst? Wollt ihr mich echt loswerden? Ja, ich bin jetzt eh weg. Er geht jetzt in den Knast und ich gehe schlafen, dass ich ihm bald wieder meine Arme nehmen kann. Und du kannst mit dem Zwerg in seinen Arm liegen. Oder so. Bitte? Nee, guck mal. Ey, du kannst sie doch nicht stehen lassen. Ja. Gut, bringt ihr mich jetzt? Ja, Schatz, gerne. Ich fahr dich mit dem Roller. Nee, lass mal mit Auto fahren, dann steht er. Lass mal mit Auto fahren, dann kann ich wenigstens mit meinem Auto zurückfahren. Ach, scheiße, das ist du ja da fest. Ja, außer. Ich weiß nicht. Die Nova kann abholen, weil die wurde gerade versetzt. Ja, eiskalt. Ja, Schatz, dann fahr aber du. Wo müssen wir hin? Zum PD. Zum PD. Zum PD, okay. Ja. Ich hab dich aber auch vermisst. Ich dich auch. Es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ist in Ordnung, du hast es ja in Auftrag gegeben. Ich dachte, du hast uns vergessen. Quatsch.
Die Abby. Ich würde dich nie vergessen. Warte mal, Abby hat uns vergessen. Ja, leider ja. Ist, Navi, ja, auf die eingestellt? Ja, eigentlich schon. Ach ja. Aber Schatz. Ja. Auch wenn ich eine längere Zeit weg bin, ich würde dich nie allein lassen. Und selbst wenn ich dich allein lassen würde, würde ich es dir sagen. Danke. Nein, ich kann das ja auch verstehen, aber wie gesagt, wir standen halt da und wussten von nichts. Und ja, die Einzige, die ich... Ich habe die Abby mal getroffen... Und die hat nur, ja, alles gut und ja, hat gebrannt und alles in Ordnung. Und dann war sie wieder weg. Ich habe das Gefühl, seit die mit Corbin zusammen ist, hat die gar keine Zeit mehr für irgendwas. Oder ich sehe sie kaum noch, keine Ahnung. Ich bin ja auch selten da, momentan. Sie macht, und ja, die Einzige, die ich sonst getroffen habe, war die Nova. Und egal, ob ich Shelby, Stefan, Abby angerufen habe, ich habe die sonst nie erreicht. Ja. Und dich auch nicht. Nur die Nova. Und die wusste halt auch von nichts und war angepisst. Ja. Oh Gott. Achso, du bist da rein. Was? Nichts, passt schon. Ja, bevor die das abschleppen, weil ich da ein paar Stunden drin sitze und der Wagen nicht wegfällt. Und dann hast du mir so süß geschrieben und du konntest gar nichts dafür. Ach, alles gut. Alles gut. Geh weg, Chris Mausi. Dann mal rein da. Let's go. 19 Stunden, schaffe ich schon. Ist ja nicht das erste Mal. Hörst du mich? Hallo? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, lass dich nicht erwischen. Ja. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.